liebe Grüße wieder mal aus Potsdam. So, ich habe jetzt hier ein Ensemble, was ich euch zeigen möchte. Hier ist unter anderem die Nikolaikirche. Mal sehen, ob ich das hier rangezoomt kriege. Wartet mal. Nee, so. Mit der wundervollen Kuppel. Es wird ein bisschen schwierig irgendwie. Ist auch sehr neblig in Potsdam. Das ist so eine türkisfarbene Kuppel. So, dann haben wir hier einen Obelisk. Und da gehe ich jetzt mal drauf zu. Das ist das Fortuna-Portal. Das Fortuna-Portal ist damals, also der Aufbau dieses Portals ist gespendet worden von unserem berühmten Showmaster Günther Jauch, der auch mittlerweile seit den 90er oder seit der Wende Potsdamer ist und sehr viel für die Stadt schon getan hat. Also dieses Fortuna-Portal ist der Eingang, bildet den, also das Eingangsportal zum Stadtschloss, zum neu aufgebauten barocken Stadtschloss. Das ist in den letzten Jahren erst geschehen, das heißt, zu DDR-Zeiten war es weg, war ein Trümmer. So, und jetzt gehe ich mit euch mal hier durch dieses Tor, dass ihr mal so einen kleinen Einblick von diesem Stadtschloss bekommt. So, ach, und da ist eine kleine Miniatur von Schloss Sanssouci. Ich war da nämlich auch noch nicht drin. Gut, also, zwischendurch habe ich noch ein paar Touristen mit drauf, aber es ist immer noch sehr, sehr leer. So, ach, wie süß, guck doch mal, das ist ja ganz entzückend. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Also hier ist untergebracht, keine Ahnung, irgendwie so Rat der Stadt und sowas, also so die Stadt und Politiker. Das ist ja Landeshauptstadt Potsdam, ne? Hier von Brandenburg. So, wartet mal, jetzt drehe ich mich mal rum. Hallihallo, ihr Süßen. Ich bin etwas, ich sehe etwas scheiße aus, tut mir leid. Es ist hier richtig kalt. Im Frankfurter Raum ist es total warm, um die 20 Grad, und hier haben wir es richtig kalt. Also ihr seht, ne, ich habe immer noch meinen dicken Wintermantel an und es ist total diesig, die Lichtverhältnisse sind auch nicht besonders. Es hängt eben so, ne? Und ich treffe jetzt gleich meinen Vater und wir werden dann was zusammen essen. Ich mache mal so den Schwenk und dann möchte ich euch ganz gerne noch dieses Barberini-Museum zeigen. Und zwar das Barberini-Museum. Da gehe ich jetzt gleich mal drauf zu. Oder wartet, ich kann mich ja wieder mal kurz hier rein. Dass ihr mich seht, ist irgendwie schön, dass wir hier sind. Gut, also, oh, ist auch so feuchte Luft, dass wenn hier die Haare in meinem Gesicht hängen. Also, ich gehe jetzt gleich in eine Ausstellung, und zwar meinem Lieblingsmaler, unter anderem Pablo Picasso. Pablo Picasso ist mein Lieblingsmaler. Unter anderem. So, und jetzt drehe ich das mal rum. Also, das ist das Barberini-Museum. Und zwar ist dieses Barberini-Museum so ein, also ein privat gestiftetes Museum. Und da sind, wie gesagt, gerade so Spätwerke von Picasso zu sehen. Und also Spätwerke von Picasso und dann so die letzten 40 Jahre DDR-Kunst. So, und da gehe ich nachher rein. Da freue ich mich. Dann gehe ich jetzt mit meinem Vater rein, danach gehen wir essen. So, ich mache jetzt mal den Schwenk hier rum. Es ist ein sehr hübsches Ensemble geworden. Steht er da schon? Okay. Also gut. Ich glaube, der steht da schon. Ich will nicht mehr draufnehmen. Gut, also hier habt ihr jetzt nochmal, ich ende das jetzt mal, hier habt ihr jetzt nochmal die Nikolaikirche, ja? So, und sorry, und Kirsti geht jetzt ins gestiftete Museum, also in diese Kunststiftung, und zwar der Hasso Plattner. Übrigens, der Hasso Plattner, SAP-Chef, der hat ja auch 20 Millionen gespendet, um das alles wieder hier aufbauen zu lassen. Finde ich jetzt eine tolle Nummer und das ist sehr, sehr lobenswert. Also, ihr Süßen, ungeschminkt, ungefilterte, im Nebel stehende Kirsti in Potsdam. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich kriege das noch hoch als Samstagsvideo. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und nochmals vielen, vielen Dank fürs Abonnieren und für dieses Feedback meines Hilfeaufschreis. Ja, ihr seid echt toll, ihr seid die Besten. Und ich schicke euch mal ganz, ganz viele Knutschis. Ciao, ciao. Kinder, ey.